Magischer Mittwoch, Wochenupdate, ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht dir gut und es geht euch gut. Und wir starten jetzt rein an einem sonnigen Mittwoch. Kannst du mal reinschreiben, ob es bei dir auch sonnig ist. Hier ist es in der Tat und ich freue mich jetzt in die, ja, Wochenenergien reinzuschauen. Ich möchte dich aber vorab bitte einladen, wenn du sagst, irgendwas zieht mich an. Ich möchte meinen Weg, meinen spirituellen Weg, meinen heilerischen Weg, egal wie du es nennen möchtest, losgehen und ich möchte mit Caro gehen. Dann kannst du am Samstag um 18 Uhr kostenfrei beim Infocall zur Aura Healing Masterausbildung mit dabei sein. Ich werde dir erzählen, es gibt eine eigene App, die du bekommst. Es sind knapp 4 bis 5 Monate, in der wir die Zeit miteinander verbringen. Du wirst lernen, was du lernen wirst. Wahrscheinlich gehe ich auch kurz in eine Live-Session rein und zeige einmal, wie funktioniert das Arbeiten, wie ich arbeite und was du dann natürlich auch kannst. Folge dem Ruf, denn ich weiß, irgendeine Seele wird noch mit in die Ausbildung hüpfen. In diesem Sinne, ihr Lieben, Anmeldecode bzw. den Anmelde-Link für Samstag findest du im Kommentarfeld. Und wenn du unter dem Video einfach auf die Überschrift tippst, siehst du noch das ganze Feld. Auch da habe ich meine Kartendecks verlinkt und da findest du direkt den Link, der dich zur Elo-Page führt. In diesem Sinne, wir starten rein. Wochenupdate, magischer Mittwoch. Was ist die Ist-Stand-Situation? Scheint viel los zu sein. Ist-Stand-Situation die wichtigste Energie? Ist der Mond? Ja, der Mond beleuchtet gerade deine Ängste. Und hier kommt Bewegung rein. Bewegung, weil du wieder auftauchst. Vielleicht aus einer Zeit, die dich irgendwo in der Tat runtergedrückt hat. Vielleicht haben dich deine Ängste runtergedrückt, deine eigenen Schattenthemen runtergedrückt. Doch du warst mutig. Du hast es dir erlaubt, das Licht und Schatten eins werden darf. Wir haben hier die beiden Wölfe, schwarz und weiß, hier die beiden Pferde, schwarz und weiß. Und jetzt vereinst du sie. Das heißt, du erkennst deine lichtvollen Seiten hoffentlich genauso an wie deine Schattenthemen. Und dafür gehst du los. Also für viele ist hier diese Woche nochmal Schattenarbeit angesagt. Aber es kann sogar sein, dass ein Thema hier auf einmal bewusst wird, wo du für deine Träume hier in Bewegung dich setzt. Ja, etwas, es kann sein, dass du einen intensiven Traum hattest oder jetzt diese Woche noch bekommst und der löst etwas in dir aus, dass du sagst, jetzt gehe ich los. Das ist vielleicht ein Bild, das ist ein Satz, das ist eine Situation. Ich habe übrigens einen Schlick auf und dafür gehst du jetzt eigenverantwortlich in die Bewegung. Es ist eine sehr gefühlvolle Zeit. Und es könnte sein, dass du auch schon an dir gemerkt hast, dass du sehr sensibel bist. Und du kannst dein Leben transformieren. Auch deine Ängste, indem du sie wirklich anerkennst. Indem du sie anerkennst und dadurch, oder der Mond gehört genauso wie die Sonne, gehört er dazu. Die bilden ja ein Paar. Der Mond hat eine unfassbare Kraft. Das bedeutet, wenn der Mond für unter anderem Ängste steht, für Wahrheit steht, für verborgene Wahrheiten, für etwas Unbekanntes. Und wenn du jetzt hinschaust, was hat der Mond für eine Kraft? Er bewegt Meere. Jetzt darf dir schon ein Licht aufgehen. Wir haben hier die Bewegung. Er kann also etwas Unbekanntes, hat eine immense Kraft, die es in dir auslösen kann. Und das ist oft, dass du vielleicht merkst, boah ja, ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte das gerne mal machen. Ich weiß nicht, was mich erwartet, so war es bei mir damals, als ich gekündigt habe. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß nur, dass das, was ich tun werde, grenzgenial wird. Und hier stehen wirklich ganz im Fokus deine Wahrnehmung, deine Träume, deine Konfrontation mit den Ängsten. Situationen, wo jetzt auf einmal wirklich, ja, du dich deinen Ängsten stellen darfst. Aber du fährst einen Sieg davon. Hier ist der Sieg, hier ist der Frieden. Eine Situation mit einem Gegenüber, gerade mit den 6 Kelchen, gegebenenfalls auf der Wahrheit, aus der Vergangenheit, könnte sich jetzt wirklich nochmal bei dir zeigen. Dazu mache ich eine gesonderte Liebeslegung.
und gehe auch in der Erweiterung gleich noch mal tiefer rein. Und hier setzt sich Bewegung ein, das heißt, das ist eine Entschlossenheit. Du darfst dir jetzt gegensätzliche Energien für dich nutzbar machen. Da ist eine Willenskraft in dir und schau auch noch mal hin, wie das Thema Kontrolle bei dir aussieht. Wir klären mal. Wir klären mal auf den Mond. Da hätten wir etwas wie Ausbildung, für die du dich jetzt öffnen darfst, etwas lernen, ein Geheimnis, was sichtbar wird. Das Buch ist offen. Irgendetwas ist gerade bei dir im Feld, was vielleicht noch nicht hundertprozentig spruchreif ist. Aber hier kommt eine Erkenntnis. Hier kommt etwas an die Erdoberfläche. Du weißt am besten, was gerade an die Erdoberfläche kommt. Sind es deine Ängste? Ist es deine Seelenaufgabe, deine Berufung? Dieses Unerklärliche in dir? Über Träume wird etwas sichtbar. Ich bin gespannt. Schreib es gerne mal rein, denn ich finde es immer spannend, was ihr gerade selber so erlebt, auch in Bezug auf die Karten. Was ist denn deine aktuelle Herausforderung? So, dein Kopf ist natürlich noch sehr laut. Hier haben wir die Herausforderungen liegen, dass du lernen darfst, zum einen dich zu schützen und nicht nur im Außen zu schützen, sondern auch, hatten wir nicht auch ein Schutzsymbol in der Wochenbotschaft? Bin mir gerade nicht sicher. Entweder in der Hauptlegung oder in der Erweiterung. Bin mir gerade, aber ich meine, da wäre sowas in der Richtung gekommen. So, fünf Schwerter, Kopfzerbrechen. Dein Kopf ist so laut. Ja, dein Kopf bremst dich gefühlt von etwas irgendwo gerade aus. Das ist wie ein Wirbelsturm, ja? Also hier sind Konflikte im Raum und deshalb ist es vielleicht auch gerade mal wichtig, sich für etwas zu öffnen und gleichzeitig ein Kapitel zu schließen, das Kapitel hier im Kopf zu schließen. Hast du gerade aktuell Kopfschmerzen? Könnte nämlich auch hier sein, dass du vielleicht gerade Migräne vermehrt hast. Und das sind ja alles Zeichen, die dir dein Körper sendet. Unser Körper ist ja quasi wie ein Signalgeber, ein Übersetzer für unsere Seele, wenn wir nicht hinhören. Hole die Siege zu holen, hier, ne, die hier schon mit dem Wagen lagen. Jetzt Selbstvertrauen aufzubauen, das fordert dich ein bisschen heraus. Und selbst wenn du gerade sagst, ja, witzig, hier ist aber gerade gar nichts schön und hier ist gerade alles anstrengend, dann darfst du hier lernen, dass dich jede Lernerfahrung weiterbringt. Ja, ich habe übrigens keine Erkältung, sondern tatsächlich aktuell mal wieder mit Allergie zu kämpfen. Ja, aber ich kämpfe nicht, ich nehme sie an und tue natürlich auch etwas dafür. So, was möchte noch gesehen werden? Thema Kontrolle. Ja. Wo kontrollierst du deine Gefühle? Wo darfst du das mal ein bisschen abgeben, damit etwas wieder in den Fluss kommt? Rate, Schicksals, das Gericht. Wir haben drei große Arkana-Karten. Es sind immer noch große Lebensthemen, die du dir hier anschauen darfst. Es ist wichtig. Diese Woche wird noch etwas Wichtiges passieren. Schicksalshafte Begegnungen. Ein schicksalshafter Moment, wo du aus einer Enttäuschung wieder zu dir findest. Das heißt, bitte gib deine Wünsche nach oben ab. Bitte aktiv um Hilfe. Wir gucken mal auf das Gericht. Hier geht es natürlich auch um Gerechtigkeit. Welche Sorgen darfst du jetzt mal nach oben schicken und sagen, alles klar, hier auf der Erde habe ich mir so einen Kopf gemacht, die Sorgen fressen mich förmlich auf. Ich lasse mich dadurch ausbremsen. Bitte helft mir, dass ich die Kraft nutze und weitermache, jetzt in die Bewegung komme und sie integriere. Und ich möchte achtsam im Hier und Jetzt leben und beginne heute damit. Kannst du ja mal schreiben, wenn du bereit bist für ein sorgenfreies Leben. Schreib doch jetzt mal in die Kommentare, ich bin bereit und lebe achtsam im Hier und Jetzt. Das Rad des Schicksals rollt, das heißt, hier passiert etwas, was unabdingbar ist. Deine Schutzengel, auch mit dem Gericht, die sagen, meine Herren, die schlagen förmlich gerade irgendwo um dich rum schon Alarm.
Du müsstest ultra viele Engelszahlen sehen oder zur gleichen Zeit immer auf die Uhr schauen, Botschaften übers Internet bekommen, wenn du hinschaust. Und jetzt heißt es, ey, wir schicken dir so viel. Jetzt vertrau uns doch bitte. Vertrau uns doch. Es lohnt sich, an dem Vertrauen festzuhalten und die Kontrolle loszulassen. Das Einzige, was du tun darfst, kontrolliere etwas deine Gedanken. Ja? Forme sie, die dich immer wieder hier hinbringen. Lass dich mitziehen von deinen Geistführern, von deinen Seelengefährten. Die sind in deinem Feld. Vielleicht kannst du sie nur noch nicht so wahrhaftig sehen. Aber hier frisst dich gefühlt gerade ein Thema auf. Es nimmt dich irgendetwas ziemlich mit. Und du stehst kurz vor der Welt. Die Welt. Karte Nummer 21, wir haben hier das Gericht mit der 20. Wäre ein neues Kapitel. Du verstehst jetzt etwas. Vielleicht verstehst du sogar, warum du Angst hast. In welchen zwei Feldern du mit deinen Zweifeln immer hin und her tippst. Du verstehst, warum ein Verlust so wichtig war, damit etwas bei dir wieder ins Rollen kommt. Also auch die Erkenntnis haben wir hier. Eine Erlösung, die jetzt in dein Feld kommt. Was ist die wichtigste Erkenntnis? Da gehen wir doch jetzt mal direkt rein. Was ist die wichtigste Erkenntnis für dich, die du diese Woche noch machen darfst? Die wichtigste oder stärkste Erkenntnis für das Seelenkollektiv hier auf meinem Kanal. Witzig. So, wow. Ja, du entdeckst die Chance, die Heilung in einer Situation, die sich für dich wirklich angefühlt hat. Als würde sie dich zerstören wollen. Ja, das heißt kraftlos. Und hier lernst du daraus wieder ins Gottvertrauen zu kommen, indem du dir gesunde Grenzen setzt, bei dir bleibst, fokussiert bist. Die Magie entsteht für viele in der Meditation oder in den Träumen jetzt. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass du Liebe bist, dass Liebe auf dem Weg zu dir ist und gerade auf emotionale Situationen. Wir haben erneut die fünf Kelche hier liegen. Und die fünf Kelche ist ja immer das Zeichen von Enttäuschung, Verlust, Trauer, Selbstmitleid. Und jetzt sagst du, ich suhle mich nicht länger in dem Schmerz meines Herzens, sondern ich heile es. Du erkennst, dass diese Magie, dieses, ich gehe jetzt in die Umsetzung, ich nutze diese Erfahrung, ich mache wieder was aus meinem Leben, ich entscheide mich für mich. Aus dieser Situation entstehen konnte, die schmerzhaft war. Dadurch entsteht jetzt Liebe. Liebe in dir. Du wirst aber auch gleichzeitig natürlich zum Magneten für den Seelengefährten, der dich begleiten darf. Hier geht es um neue Verbindungen. Wenn du lernst loszulassen, wenn du oder zu akzeptieren, erstmal viel wichtiger. Ja, alle sprechen von lass los, lass los. Ja, wir sind ja hier nicht bei der Eiskönigin. Ja, ich lass los. Was jetzt los? Übrigens hilft Singen auch sehr gut, wenn du eine emotionale Verwirrung hast. Dann reguliert sich nämlich unser zentrales Nervensystem, unser Gehirn, die Steuerung, ja, die funktionieren dann einfach wieder besser. Also, das Ass der Kelche sagt dir neue Freundschaft, neue Verbindung. Hier wird etwas neu gesehen, neue Erfahrungen und Gefühle, die du jetzt fühlen darfst. Dein Herz erwacht. Wie krass ist das denn? Dein Herz erwacht und das ist dieses. Das ist jetzt die Magie. Das ist wirklich. Aus einer Wunde entsteht für dich jetzt ein sichtbares Wunder. Okay, gucken wir mal auf die fünf Kelche. Eine Kommunikation, etwas Schriftliches, etwas, was nur für kurze Zeit besteht. Und wenn du sagst, ich habe aber gerade meinen Partner verloren, ja, da sind noch Gefühle, da ist eine Anziehungskraft und, und. Schau hin, wie er dich behandelt hat. Bist du dir mehr wert oder bist du dir genau das wert, was er dir gegeben hat? Wenn du sagst, okay, mein Leben ist gerade einfach nur so, ach, da ist noch so viel mehr, da ist diese Leere und irgendwas zieht mich und ich bin so traurig, weil nichts passiert, dann folge wirklich dem, was in dir drin sagt, irgendwas zieht mich. Das ist, könnte deine Chance hier sein. Für viele ist es auch, dass etwas hier auf einmal kommuniziert wird oder schon wurde. Etwas auf freundschaftlicher Ebene. Wir haben ganz aktiv gerade Lilith in der Waage. Entweder ist sie es schon oder kommt jetzt. Und die lässt dich prüfen, welche Verbindungen wahrhaftig und echt zu dir gehören. Und du kreierst hier ein Wunder oder ist es auf dem Weg zu dir? Etwas kommt ja hier in den Fluss.
Und manchmal hilft es auch, wenn du dir das, was in dir drin ist, was dich aussaugt, was wehtut, du dir einfach mal aufschreibst und anschließend verbrennst. Gib deinen Emotionen Raum, denn hier wartet doch das aus der Kirche. Also eine große neue Chance, aus einem gewissen Stress rauszugehen. Aber hier flattert auch, ich finde gerade bei diesem Lenormand-Deck, ist das Sonnenfunken-Lenormand-Deck, ist ganz klar zu erkennen, hier geht es gar nicht so viel um Hektik, hier geht es um Verbundenheit. Das ist eine liebevolle, harmonische Geschichte. Und Vögel, Eulen bringen immer etwas Großes. Eine große Heilung, eine große Chance. Deine Seelengefährten, die Wahrhaftigen. Und dafür ist es manchmal einfach erforderlich, in den Verlust zu gehen, dass wir etwas freigeben, damit die Magie wieder einziehen kann, die ja schon längst in dir ist. Du musst es dir ja nur noch oder darfst es dir bewusst werden. Magischer Tipp des Universums. Magischer Tipp. Der magische Tipp gibt dich mit. Oh, ja, guck mal, da haben wir den Herzschmerz. Da haben wir den Herzschmerz mit den drei Schwertern. Und dieser Herzschmerz möchte jetzt mal geheilt werden. Ja, lasse diesen Schmerz sterben, damit du wieder neu geboren wirst. Schrei es raus. Schrei es raus und dann setzt du ihm ein Ende, indem du ihn freigibst, diesen Schmerz. Und auch wenn dein Herz gebrochen ist, es kann doch wieder zusammenwachsen. Und wenn du sagst, das geht nicht, okay, dann lass es gebrochen sein. Umso mehr Liebe kann zu dir fließen. Du kannst dir alles nämlich auch positiv darstellen und ein Herz fühlt sich manchmal wirklich an, aua, es tut weh. Erlaube dir mal die Wiedergeburt deines Herzens. Erlaub es dir. Denn im Kern, es schlägt immer für dich, ja? Und sagt, buff, 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 ich liebe dich, ich liebe dich. Der Gehängte, schau es mit einer anderen Sichtweise an, ja? Betrachte diesen Schmerz aus einer anderen Sichtweise, dann wirst du das erkennen, was Großes Neues für dich hier möglich wird. Auch hier schaue ich noch mal, ob es eine Erweiterung bzw. eine Information gibt. Ja, flatter weg von etwas, darfst du dich jetzt wegbewegen. Investiere deine Kraft. Investiere etwas, denn das Glück wartet auf dich. Jetzt ist es eine positive Phase, die wieder beginnt. Erlaube dir die Freude. Erlaube es dir. Und es ist gar nicht so viel Power, die du dafür brauchst. Es ist wenig Kraft für viel Freiheit. Breite, erkenne die Spannweite deiner Flügel. Vielleicht ein Umzug, eine Meinung, die du jetzt mal verändern darfst, dein Verhalten. Erlaub dir Flexibilität, denn jetzt ist die Zeit, in die Veränderung zu gehen. Und Veränderung, egal wie alt du bist, muss doch nicht immer ein riesenneues Kapitel sein für die Außenwelt. Manchmal ist eine Veränderung, wenn du einfach mit dem, weiß ich nicht, mit einem anderen Bein morgens in die Hose steigst. Ja, wenn das kann für dich eine Riesenveränderung sein, kognitiv. Indem du einfach mal einen anderen Rhythmus in dein Leben integrierst. Und für den anderen ist es eine Riesenveränderung, eine große Veränderung umzuziehen. Und Menschen, die permanent umziehen, sagen, hey, das ist doch keine Veränderung. Also mach es für dich. Erkenne dieses Riesengeschenk in den kleinen Dingen, die wertvoll sind für dich. Du wirst hier begleitet und beschützt. Die sind alle gerade an deiner Seite. Alle. Und möchten nur, dass du austrittst, ja? Dass dich nicht mal jemand hier, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit dir macht, sondern dass du ankommst, dass du ganz wirst, dass du das erkennst, dass du es fühlst, was du bist, dass du Liebe bist. Und natürlich zieht Liebe Liebe an. Also, ich freue mich auf Samstag, ihr Lieben. 18 Uhr live im Zoom. Kann auch 18:30 Uhr sein. Ich meine, es ist 18 Uhr. Schau einfach in die E-Mail, die du nach der Anmeldung bekommst. Und es geht jetzt in die Erweiterung und zwar für alle Mitglieder auf meinem Kanal, wie immer am magischen Mittwoch. Und da werde ich dir eine Seelenbotschaft auf den Tisch bringen. Wir gucken mal hin, was möchte dir deine Seele sagen und was kommt auch gegebenenfalls diese Woche noch in der Liebe. Also, ihr Lieben, ich sage bis gleich.